Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal von Last Day on Earth Survival. Und ja, legen wir heute mal los. Heute wollen wir mal wieder eine Diskette einlösen. Ihr seht, in meinem Inventar sind schon einige Teile, die wir zur Mechanikerin Jane bringen wollen. Und mal gucken, was so an Events auf der Karte beschert wird. Erstmal schauen wir, Händler ist auch da. Energie haben wir. Kräutermix plus 30% Schaden mit der Hand brauchen wir nicht unbedingt. Fundchance auf Fahrzeugteile nützt uns auch nichts. Aber wenn ich hier unten gerade mein Corgi-Wölbe sehe, kann ich euch gleich mal das Prinzip zeigen, wie dieser Glück gehabt Skill für den Corgi funktioniert. Also ihr braucht etwas zu essen, etwas zu futtern für die Hunde. Dann packt ihr das in den Futternapf. Also ihr seht auch die Zeit 6 Minuten 15 Sekunden. Dann geht ihr zu euren Corgi-Welpen mit dem entsprechenden Skill. Kurz noch zeigen, ich habe 19 Münzen. Wo ist er? Hier ist er. Und er sucht schon. Und da ist das Ding. Da ist die Münze gekommen und wir haben jetzt 20 Münzen. Also dafür ist der Skill gut. Bedingung ist halt, dass man was zur Futtern den Hunden gibt und alle 24 Stunden gibt es dann eine gratis Münze. Ja, wenn man natürlich mehr Corgis hat mit dem Skill, lohnt sich das natürlich dann auch immer mehr. Aber ich muss sagen, es ist immerhin schon mal etwas für Free-to-Play-Spieler. Allerdings gab es den Corgi-Welpen ja nur für die, die sich den Pass gekauft haben. Deswegen ist das auch wieder ein bisschen schwierig, da kostenlos an Münzen zu kommen. So, da haben wir schon ein Event gehört. Wir haben den Konvoi. Der ist gleich in der Nähe von der Tankstelle, da können wir auch hingehen. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal zur Tankstelle in aller Ruhe, bringen dort das Zeug hin und vielleicht bekommen wir das nächste Level von unserem Chopper. Und dann können wir uns auf Richtung Konvoi machen. So, da wollen wir mal gucken, ob es ausreicht. Wie gesagt, hab ein bisschen was mit, allerdings habe ich keinen Gastank. Denn den gibt es nur aus der gelben und der roten Kiste, beziehungsweise von der Farm. Da ich die Farm aber selten spiele und der Bunker nur alle 2 Tage aufmacht, ist es ein bisschen schwierig, an Gastanks zu kommen. Okay, ich habe noch einen Motorblock mitgenommen. Der sollte so um die 200 Punkte bringen, wenn ich mich nicht täusche. 200 Punkte. Hoffentlich sind wir nicht wieder festgebackt. Nee, diesmal nicht. Wollte schon sagen. Und ja, mal gucken, ob es diesmal was wird. Sieht schlecht aus. Glücklicherweise habe ich noch ein bisschen Benzin in meinem Chopper. Soll sich ja auch lohnen, dass wir hier hergefahren sind. Und mal gucken, wie viel. Ah, wow. Es hat fast nichts gebracht. Also, ich muss schon sagen, wenn ihr Benzin habt, behaltet es lieber bei euch. Und wir haben hier zweimal das gleiche Chopper-Modell, aber der Chopper sieht auch interessant aus. Ich weiß nicht, ob der schon erhältlich ist, aber sieht sehr interessant aus. Hier haben wir auch wieder das Sneak Peek mit dem Pickup-Truck. Nicht gucken, es ist noch nicht fertig. Vielleicht spielt es ja eine Rolle in der Season 3. So, und wenn wir jetzt einmal hier stehen, ich weiß, diese Waffe, die sie in der Hand haben, entspricht nicht der, worüber wir gleich reden. Denn es geht jetzt um die Harpune. Und ja, die Harpune kommt aus der Schiffskategorie, wird eigentlich zum Jagen von Haien und Fischen auf dem Meer oder am Meer benutzt. Und ich würde sagen, ich blende euch gleich mal einen Teaser ein, beziehungsweise einen Sneak Peek von den Devs, welches gestern gepostet wurde, worüber ich auch schon in englischer Sprache ein Video gezeigt habe, beziehungsweise gemacht habe. Viel Spaß! So, da sind wir wieder. Und ihr habt den kurzen Teaser gesehen. Wir sehen eine neue Waffe. Es ist die Harpune. Die Datei wurde auf Discord auch mit dem Namen Harpune benannt. Und wir sehen, es ist ähnlich wie der Bogen. Die Reichweite ist höchstwahrscheinlich nicht ganz so hoch.
Der Dev bzw. der Entwickler, der das aufgenommen hat, braucht 4 Schüsse. Nun weiß man nicht, weil ein Cut drin ist, ob es wirklich 4 sind. Aber es ist ein normaler Zombie und er hat 40 Leben. Deswegen hoffe ich mal nicht, dass die Harpune unter 10 Leben macht, weil das wäre sehr ärgerlich, wenn eine neue Waffe kommt und die so schlecht ist. Aber vielleicht verursacht sie ja einen anderen Schaden. Vielleicht hat sie ja sowas wie einen aktiven Skill integriert. Wie zum Beispiel beim Baseballschläger ist es ja so. Der aktive Skill sorgt dann dafür, dass man noch nachblutet, also dass es extra Schaden gibt. Vielleicht hat die Harpune ja auch sowas, das wäre auf jeden Fall sehr cool. Jetzt ist nur die Frage, wo kriegt man sie her? Vielleicht bekommt man sie aus dem Boss. Apropos Boss, kann ich euch jetzt auch nochmal den ersten Teaser von der Season 2 zeigen. Viel Spaß! So, und wir haben halt auch in diesem Teaser wieder gesehen, dass zwei, einer davon mit Kevlar-Rüstung, den Charlie Senior, den getöteten Charlie Senior, weggebracht haben. Am Ende sieht man noch ein infizierter Keller, ein Infected Basement. Und ja, vielleicht sind da ja Zusammenhänge, vielleicht kriegt man in dem Basement diese nicht die Armbrust, sondern die Harpune her. Kann ich nicht genau sagen, aber es ist auf jeden Fall spannend. Wir werden uns überraschen lassen, was uns die Season 2 beschert. Vielleicht bekommt man sie auch von dem Boss, den man töten kann in der nächsten Season. Es wird ja sicherlich wieder einen Boss geben. Oder man bekommt sie halt als Belohnung aus irgendeinem Depot, wie zum Beispiel bei dem Schiffswrack-Event, was vor einem guten Jahr da gewesen ist. Da konnte man ja auch an so einem Container Sachen bekommen. So, ich würde mal sagen, ab geht's zum zerstörten Konvoi. Vielleicht haben wir ja diesmal irgendwas Schickes dabei. Habe auch noch meine Diskette im Inventar. Der Bunker ist noch offen vom gestrigen Video. Und ja, mal gucken, was uns der Konvoi jetzt bescheren wird. Vielleicht bekommen wir ja einen Finger, vielleicht eine Winchester. Mal schauen. So. Da gucken wir mal. Schon sind wir drinnen. Mein Hund ist auch noch dabei. Also für die, die es nicht wissen. Der Hund ist nur so lange bei euch, solange ihr erstens nicht die Zone verlasst, wo ihr euch befindet, und zweitens, solange das Futter nicht alle wird. Heißt, wenn jetzt das Futter alle wird, bleibt der Hund hier mit bei mir in der Zone. Aber wenn ich die Zone wechsle, ist er weg. Also es ist ein bisschen doof. So, ich würde sagen, wir klären erstmal. Selbstverständlich nicht sehr effizient, wie ich es mache. Aber man kann hier selbstverständlich auch mit Schlagwaffen bzw. Kaltwaffen gut hantieren. So, was kommt hier? Ein Giftspeier. Wie gesagt, bei dem wütenden Riesen hier muss man gucken, wie man es macht. Ob man vielleicht ein bisschen tricksen kann. Sogar ein gelber Coupon. Wenn wir dann in den Bunker gehen, können wir das dann einlösen, die Diskette und den Finger. Und wir haben ein bisschen was an Gummiteile und Bolzen. Mal gucken, was wir hier drin haben. Eine Mütze, brauche ich nicht. Den muss ich wohl hier lassen. Weil die findet bei mir wirklich überhaupt keinen Nutzen, höchstens für die Kiste, die vor meiner Base steht, wenn ich mal geradet werde. Dort könnte sie theoretisch mit rein. Aber da wir noch ein bisschen was vor uns haben, ist es ein bisschen schlecht, das jetzt mitzunehmen, was ich vielleicht nicht unbedingt brauche. So, also für Anfänger ist der Konvoi auf jeden Fall nützlich. Es gibt hier einiges an Sachen, was man gut für die Terminals braucht, für die Polizeistation beispielsweise. Dort gibt es ja Terminals zum Aufbauen. Für Sektor 7, da gibt es ja auch ein Terminal. Und wir kriegen sogar was zum
Essen. Das ist doch wunderbar. So, also ich vermute jetzt, ihr habt gesehen, mein Hund ist noch bei mir gewesen, aber ich vermute jetzt, wenn ich in die nächste Zone gehe, heißt zum Bunker, dann wird der Hund weg sein, weil im Napf in meiner Basis kein Essen ist. Wenn man das Ganze ein bisschen logisch betrachtet, ist es eigentlich vollkommener Blödsinn, weil wenn zu Hause in meiner Basis das Essen alle ist, kann doch nicht der Hund, der bei mir ist, einfach gehen. Also das ist ein bisschen unlogisch. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass der dann nicht bei einem bleibt, wenn der einmal außerhalb der Basis ist. Aber es ist leider so gehandhabt. Nur für die, die es nicht wissen, ich wusste es nämlich auch nicht. Ich habe dann auch verwundert geschaut, als ich dann bemerkt habe, ja, im Napf muss Essen sein, damit der Hund mitkommt. Also für die, die den Bunkercode, ach Quatsch, die den Welpen noch nicht haben, so rum, das muss man unbedingt berücksichtigen, dass halt wenigstens, wenn ihr nur in eine Zone wollt, dass da ein Fleisch mit drin ist, dass ihr es bis zur Zone schafft, bis das Futter alle ist. Also der Hund war jetzt nicht mehr dabei, das heißt, ich weiß, dass im Napf nichts mehr zu essen ist. Das macht sich auch dadurch bemerkbar, dass ich keine extra XP bekomme. Den Loot aus den Kisten hier müsste ich eigentlich auch nochmal wegräumen, bevor der Bunker wieder zumacht. Zumindest das, was ich gebrauchen kann, sonst war ja alles umsonst. Da kann ich das Ganze, was ich jetzt bekommen habe, hier mal mit in die Kiste packen. Allerdings brauche ich noch die Diskette. Und wenn ich jetzt hier noch in den anderen Kisten Benzin habe, da kann ich das ja wenigstens in meinen Chopper schon mal legen. So, hier ist auch noch Benzin, hier sind auch noch Tickets, also ich muss dann unbedingt noch mal herkommen und wenigstens das Wertvollste mitnehmen. So, Diskette rein. Hoffentlich keine infizierte Kiste, das wäre extrem schade. Weil wenn es eine infizierte ist, kann ich dann im Video nicht zeigen, was drinne ist. Also könnte ich schon, aber dann kann ich halt erst in einer Stunde wieder das Video machen und ich weiß halt nicht, wie es dann zeitlich aussieht. Deswegen wäre halt eine Kiste, die nicht infiziert ist, einfach am günstigsten. Aber wir lassen uns überraschen. Wir sind guter Hoffnung, zumindest ich, dass es diesmal wieder keine infizierte Kiste ist. Und ja, dann können wir eigentlich noch mal auf die Harpune zu sprechen kommen. Erstmal Benzin hier rein. Ja, die Harpune, wie gesagt, sieht ein bisschen aus wie der Bogen, auch vom Schaden her. Ich finde, wenn die Harpune so 20 Schaden macht, 20 und aufwärts, dann ist es eine gute Waffe, weil man muss halt berücksichtigen, wie schnell die Waffe schießt, wie viel Schaden sie macht und wie leicht oder wie schwer man sie bekommen kann. Das sind halt solche Faktoren, die eine Waffe ausmachen, vom Wert her. Beispielsweise, wenn man jetzt eine Milkor betrachtet, eine Milkor hat einen sehr hohen Schaden, ist relativ schnell, wobei die Schnelligkeit bei der Milkor nicht wirklich relevant ist. Und sie ist schwer zu bekommen. Deswegen macht die Milkor sich eigentlich, ist es halt wirklich eine sehr gute Waffe, die man halt nicht immer bekommt. Aber wenn es halt eine Harpune ist, die nur 10 Schaden macht und nicht wirklich sehr schnell ist und man bekommt sie schwer, das sind so Faktoren, die machen halt die Waffe dann nicht ganz so gut. Also ich würde mir das schon wünschen, dass die Harpune auch wirklich wert ist, sie dann zu nutzen. So, sehr schön. Also wir haben diesmal keine infizierte Kiste. Das ist gut. Vielleicht haben wir ja eine Milkor drinne, wenn wir gerade schon von der Milkor reden. Nein, wir haben eine VSS drinne. Allerdings, VSS ist auch eine sehr gute Waffe. Ich habe jetzt seit langer Zeit, wenn wir gerade von VSS reden, den VSS-Schützen in den roten Bereichen gar nicht mehr gesehen. Ich war jetzt neulich Eichenholzfarm im Norden, in dem roten Eichenwaldgebiet. Und da bin ich halt mehrmals drin gewesen, um mehr zu farmen. Und da kam auch fast keine NPC-Spieler. Ich weiß nicht, ob die Chance auf einen NPC-Spieler reduziert wurde oder ob es davon abhängt, wie lange man sich in einem Bereich aufhält. Und ja, wir haben ja noch ein Chopper-Event. Das nehmen wir einfach mal noch mit. Und vielleicht haben die ja auch was Tolles.
Ich weiß gar nicht mehr, wie es aussieht mit der Tauchermaske, weil die Tauchermaske bekommt man ja ausschließlich in Raids oder vom Chopper-Event. Ich weiß nicht, ob es bei der Raststätte jetzt noch so ist, dass man sie bekommen kann. Jedenfalls muss ich dazu sagen, ich habe noch nie aus der Raststätte eine Tauchermaske bekommen. Ich habe einmal eine Minigun bekommen, aber sonst habe ich halt nichts wirklich Wertvolleres bisher gekriegt. So, die Rehe, die Hirsche werden wir gleich auch noch holen. Ich nehme jetzt erstmal das Wertvollste von den NPC-Spielern. Belade erstmal meinen Chopper mit dem wertvollsten Material. Nehmen wir mal noch das Stahl. Der Rest hat nicht so einen extrem hohen Wert, außer vielleicht das Aluminium noch. Und dann gucken wir mal in die Chopper, was die uns bescheren. Ein Katana, Alkohol. Also Alkohol kann ich auch gut gebrauchen. Gerade als Plünderer-Quest, wenn man beispielsweise 20 Verbandkästen herstellen soll. Da braucht man ja auch genug Alkohol dafür. So, die drei gelben Coupons, die liegen im Bunker. Jetzt habe ich hier nämlich auch noch Coupons gekriegt. Muss ich halt mal gucken, ob ich die dann auch in meiner Basis wieder unterkriege, weil meine Couponkiste beziehungsweise alles, was so beispielsweise auch blaue Karten fürs PD, lilane Karten fürs PD, die sind halt dort auch alle drinne. Deswegen wird dort sehr viel Platz eingenommen. Weiß halt nicht, ob das da noch passt, wenn nicht. Ich habe ja auch noch im Bunker, glaube ich, eins, zwei Spinde noch nicht ganz voll. Da könnte dann auch noch ein bisschen was rein an Coupons für den Bunker, genau. Also auch bei diesem Event empfehle ich, wenn ihr keine Schusswaffe habt, nehmt einfach einen Katana. Wenn das nicht geht, dann nehmt ihr einfach eine andere Schlagwaffe. Mit der Faust soll das auch gehen. Dann holt euch hier noch das Fleisch. Dann ist das eigentlich eines der besten Chopper-Events bzw. Raststätten-Events, was ihr eigentlich bekommen könnt. Es gibt ja einmal dieses, was wir jetzt hatten. Dann gibt es den Überfall. Und dann gibt es das, wo drei bzw. viermal eine Zombie-Horde kommt. Und ja, da finde ich das, wo wir gerade waren, schon am besten. So, ich würde sagen, Motel ist auch resettet. Da können wir mal in das Hotel gehen. Praktisch wäre es, wenn über der Tankstelle stehen würde, wann man wieder neue Sachen zu der Mechanikerin Jane bringen kann. Das wäre noch etwas, was ich so gerne, was vielleicht zum Vorteil auch für alle Spieler wäre, nicht nur für mich, damit man einfach Bescheid weiß, oh, okay, jetzt ist die Tankstelle wieder bereit, dass ich dort Sachen hinbringen kann, um meinen Chopper weiterhin aufzuleveln. Weil manchmal vergisst man es dann doch und ja, das ist halt dann ein bisschen doof, wenn das nicht angezeigt wird. Aber so wie es jetzt ist, ist es halt auch in Ordnung. Allgemein das Chopper-System finde ich mittlerweile ganz in Ordnung. Anfangs habe ich ja gesagt, ich bin nicht so der Fan davon, wie sie es gemacht haben. Aber ich sag mal, so wie sie es gemacht haben, haben sie es gut gemacht. Ich finde es jetzt nicht schlecht oder so, weil man kann sich dann halt wirklich sein Lieblingsmodell aussuchen und hat dann halt auch diese Vorteile, sage ich mal, die dieser Chopper bringt, mit dabei. So, da wäre das auch erledigt. Da kommt hier gleich die Horde. So, fertig. Hier auch wieder Einbrecher-Skill Level 1. Aber dafür gibt es hier eigentlich immer eine Granate. Also ich sag mal so, ich habe hier kein einziges Mal die Kiste geöffnet, ohne keine Granate zu bekommen. Also man bekommt wirklich im Hotel bekommt man wirklich immer eine Granate. Ich hatte bisher jetzt noch nicht so das Pech gehabt, sage ich mal, keine Granate zu bekommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hattet ihr vielleicht schon mal hier keine Granate? Weiß ich halt nicht. Aber ich glaube, hier ist schon so eine Garantie mit integriert, mit Absicht. So, das hier sind so die beiden besten Schränke. Leider nicht so Besonderes drinne. Und dann gibt es halt noch draußen oder hier gibt es halt auch noch relativ guten Stuff. Und dann gibt es halt noch draußen, dort wo das Auto im Pool liegt, auch noch die Möglichkeit, was Gutes zu bekommen. So, der schnelle Beißer.
Okay, habe ich ein bisschen gepennt gerade. So, da wollen wir mal gucken, was wir hier drin haben. Mal schauen. Und ein Sägeblatt, das ist gut. Da tausche ich mal das Fell gegen das Sägeblatt, weil ich bin gerade dabei, beim Recycler-Thema Mechanik auf Level 50 zu machen. Da fehlen mir dann nur noch zwei weitere Level, die auf Level 50 müssen. Und dann habe ich meinen Recycler auch auf dem höchsten Level. So, ich denke mal, das war's dann mit dem Video. Zwecks Harpune. Und ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen Einblick reingeben, was eventuell demnächst kommt. Ob die Harpune wirklich zu 100% kommt, das weiß ich nicht. Ich habe es halt nur in dem Video gelesen, dass ein Entwickler geantwortet hat, dass es im Season 2 Update kommt. Und das Season 2 Update wird, denke ich mal, das nächste Update sein. Deswegen, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, in die Kommentare. Ich versuche wirklich zu beantworten, wenn es geht. Und dann sehen wir uns im Im nächsten nächsten Video. Video. Bis dahin. Ciao.